Ja, es ist wieder soweit. So, Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider 2 im letzten Part. Waren wir auf die Suche nach den Unterbrechern und ja, ich bin hier offscreen ein bisschen rumgelaufen und habe herausgefunden, dass wir hier etwas machen müssen. Und zwar ist der andere Verteiler nämlich genau dort drüben. Deshalb machen wir einfach mal das. Nee, nee, Moment, das war jetzt falsch. Wir müssen. Das war der falsche Knopf. Aber der Weg war schon richtig. Wir müssen nämlich hier die Tür wieder zumachen. Damit wir da rankommen und ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. So, ja, ich muss natürlich erstmal hier zurück zu dem kleinen Kämmerchen von vorhin und muss von draußen die Türe zumachen. So, hier befand sich der Knopf. Jetzt ist das zu und wir können wieder dorthin zurück. So, mal sehen, ich glaube, wir konnten noch hier lang. Ja, warum ich gerade ein bisschen wild durch die Gegend baller. Ganz einfach, damit ich mehr sehen kann. So, da ist das gute Stück, der letzte Unterbrecher. Ist hier noch was? Nein. So. Und raus hier, wir sind fertig. Werden von mystischer Musik begleitet, während wir zurück in die Poolhalle gehen, die auf dem Kopf steht. Hören hier einen Taucher, sehen ihn aber nicht. Heißt, er muss sich wohl. Ich höre einen Taucher, ich sehe aber keinen Taucher. Aber ich sehe ein schönes Medipack. Das gehört jetzt uns. So. Und damit wäre der letzte Unterbrecher in unserem Besitz. Aktiviere schon. So, jetzt ist hier das Feuer aus. Jetzt kann ich hier auch den Block ganz in Ruhe dahin schieben bzw. ziehen. So, lag noch was da, wo der Block gelegen hat? Nein.
Aber da liegt noch was. Schrotflintenmunition. Das gleich ein Doppelpack. So, da in der einsamen Ecke vom Block liegt nichts. Ach so, verstehe. Sie sind das Ding da entschieden. So sieht aus, als wäre hier was. Ich hatte jetzt eigentlich ein Item erwartet und keinen Schläger. Mann, jetzt hat mir der Typ in der Kerbe gezogen. Da tipps ja nicht. Das kann mal der Schar sein. Tja, was ist das hier? Ist das ein Maschinenraum oder was soll das sein? Sieht fast so aus. Also da haben sie aber gut gemacht. Muss ich hier mal vermerken. Ja, ich muss das Spiel auch ab und zu mal loben, ne? Auch wenn ziemlich viel unlogisches Zeug drin ist. Muss ich mich fallen lassen? Ja. Na, dann fall mal ganz tief runter. Hier wird mal gespeichert. Speichern. So wieder die ganz gruselige Musik. Und schmier so ein Scheißaal. Na toll. Ey, die können echt nerven, diese kleinen Viecher da. Was haben wir hier schönes? Das sieht aus wie Harpunen. Ja, damit kann ich aber jetzt kaum was anfangen. Ja, zwei Harpunen-Packs. Zum Danke. Nein. Wo? Warum? Nein, nicht du auch noch. Stirb. Na, wenigstens hast du Medipack dabei. Aha. Vielen Dank, mein Freund. Das ist echt eine... Ich hab schon kurz gedacht, wäre mein Ende. Ja, manchmal, wenn du runterfällst, kann es auch schnell passieren, dass du auch dabei abkratzt. Und wenn ich mich recht erinnere, muss ich da raus. Oh, noch zu, das wird sie später öffnen. Weil ich glaube, ab hier ging es zu den Quartieren. Und hier hab ich mich mal ein bisschen nicht so rechts gefunden. Auf der Brücke. Bei so vielen Gängen.
So richtig geil sichtbarer Schalter natürlich da. Ist ja auch so gut zu erkennen. Ja, und sie springt einfach mal. Sie springt einfach mal so gegen ein Maschinenteil. Das war jetzt knapp. Ja, ist auch toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Muss ich es andersrum schieben. So, jetzt komme ich da an den Knopf. Jetzt ist hier hinten was offen. Und warte nicht so, dass sie nicht ewig offen bleiben. Irgendwie warten wir so. Jetzt speichere ich aber lieber. Ist mir nicht geheuer bei Wassersachen. Ich glaube, ich weiß, wie großartig das war. Ich muss hier nämlich einen Schlüssel draußen finden. Der liegt genau da. So, und jetzt ganz schnell wieder weg. Ihr seht Haie, Aale. Ist echt eine Freude hier draußen. Ihr müsst euch hier draußen noch echt beeilen, weil. Ja. Ihr seht, von was ich hier alles verfolgt werde. So, was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? So ein bisschen gefällt mir gerade die Stille auch nicht. So, was bist du? Du bist ein Kabinenschlüssel. Aha, hier. Klopf, klopf, ist jemand drin? Nein. So, und jetzt kann man auch den Block verschieben. Das Ding können wir jetzt zu dem Knopf da oben schieben. Zu dem Knopf da, okay. So, kein Gelungstück? Nein. So, dann schieb mal Lava. Schieb, was du kannst. Den Hebel hier um. Und dann. Dann ja.
Wo war es jetzt? Oh. Ja, das kannst du laut sagen, Lara. Bloß, frage ich mich gerade, wo wir jetzt hin müssen, sind wir hier fertig? Moment, ich laufe mal da zurück, wo wir hergekommen sind. Vielleicht lässt sich da ja eine Spur finden. Könnte das gewesen sein? Da also. Magnus. Jetzt mache ich es kurz und schmerzlos. So, Freunde, wo seid ihr? So, damit wäre einer schon mal erledigt. Und der auch. Ja, jetzt ist da unten nämlich die Scheibe weg. Und die kann jetzt da ungestört runter. Ich will jetzt mal was echt Mutiges versuchen. Ich mag den Sprung von hier oben. Speicher nochmal Feuer. Und jetzt. Spring, Lara. Das hat ja geklappt. So, jetzt ist die Frage natürlich, wohin? Ist wieder geil, du springst hier runter und du hast keine Ahnung, wo du hin musst. Hey Kamera. Kamera manchmal. So, was ist hier? Luftkammer? Ja, scheint so. Ja, das ist ein Luftraum. Und wahrscheinlich nur zum Aufatmen. Aber man sieht zum Glück gleich, wo es weitergeht. Wir haben es geschafft, aber wir haben leider ein Secret vergessen.
woran man es gewesen ist. Na, egal. Okay. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Fakt der Maria Doria. Im nächsten Part machen wir dann weiter. Also, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich beim nächsten Mal wieder freuen. Euer Wackilein.